Wird der letzte Todesstreifen der Welt bald der Vergangenheit angehören? Statt Atomkrieg darf die Welt heute auf Frieden zwischen Nord- und Südkorea hoffen. Warum dieser Tag historische Bedeutung hat, das wollen wir Ihnen in diesem kurzen Brennpunkt erläutern. Der Spielfilm kommt in 10 Minuten. Ein grenzüberschreitendes Tänzchen jenseits des Protokolls und als sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in umarmen, da gibt es Jubel und Freudentränen beim Public Viewing in Südkorea. Die atomare Bedrohung soll enden und nach 65 Jahren endlich ein Friedensvertrag verhandelt werden. Sandra Razzo über tief bewegte Menschen. Wir sind ein Korea, rufen diese jungen Leute. Wir sind ein Korea. Noch vor kurzem hätte sie jeder für diesen Traum nur belächelt. Doch heute liegt Optimismus in der Luft. Alles scheint möglich. Als ich gesehen habe, wie sich die beiden Männer getroffen und die Hand gegeben haben, war das sehr bewegend. Ich hatte vor Freude Tränen in den Augen. Der Moment, der im koreanischen Fernsehen oft wiederholt wird. Hand in Hand über die Demarkationslinie vom Süden in den Norden und wieder zurück. Zwei Erzfeinde ganz vertraut. Auch diese Fünftklässler in Seoul schauen mit großen Augen auf das, was da live im Fernsehen passiert. Klischees geraten ins Wanken. Es ist unglaublich. Kim Jong-un und Präsident Moon sehen gar nicht wie Feinde aus. Ja, so wie die sich die Hand geben, sehen die echt wie Freunde aus. Am Nachmittag feiern die beiden Staatsführer eine Vereinbarung. Noch in diesem Jahr soll es ein Friedensabkommen geben. Versöhnung im Eiltempo. Und im Stadtzentrum von Seoul, nur 50 Kilometer von der Grenze entfernt, reibt sich mancher verwundert die Augen. Letztes Mal haben die Nordkoreaner nur unser Geld genommen und nichts gemacht. Das darf nicht wieder passieren. Hand in Hand, am Abend die große Show zur Versöhnung. Ein Traum, ein Korea. Aus Stacheldraht wird hier eine Blumenwiese. Und selbst bei den Koreanern im Pressezentrum kommen nun Zweifel auf, ob das jetzt nicht doch ein bisschen viel ist. Es gibt ja nur ein Stück Papier. Wie soll das mit der atomaren Abrüstung überhaupt genau laufen? Das war zu viel Show und zu wenig Inhalt. Die Verabschiedung mit Ehefrauen schon fast familiär. Beide Staatschefs haben heute die Welt überrascht. Aber vor allem Nordkoreas Machthaber scheint gerade immer allen einen Schritt voraus. Noch ist Skepsis angebracht. Aufbruchsstimmung in Korea, das gab es schon öfter. Zuletzt die sogenannte Sonnenscheinpolitik. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il empfing Südkoreas damaligen Präsidenten. Das war Anfang 2000 in Pyongyang. Wohlklingende Absichtserklärungen, aber bald fiel der Norden in alte Muster zurück. 2011 dann starb Kim Jong-il, sein jüngster Sohn Kim Jong-un übernahm. Er trieb das Atomwaffenprogramm mit Hochdruck voran und hielt die Welt mit Raketen und Atomtests in Atem. Vor einer Woche dann verkündete er, Nordkorea werde die Tests aussetzen, denn das Ziel, Nuklearwaffen zu produzieren, sei erreicht. Professor Rüdiger Frank von der Uni Wien, Sie sind ein ausgewiesener Nordkorea-Experte. Sie waren vor kurzem da, Sie fahren in 2 Wochen wieder hin. Warum soll man nun ausgerechnet diesem Kim trauen? Schönen guten Abend. Also ich glaube, um Vertrauen geht es ja gar nicht so sehr, sondern einfach darum, dass man erkennt, ob beide Seiten mit einem solchen Abkommen ihre Interessen wahren können. Das scheint im Augenblick mal der Fall zu sein. Und solange man das einhält, kann man auch davon ausgehen, dass die Nordkoreaner ihren Teil des Deals irgendwann auch einhalten werden. Was hat denn Kim Jong-un zu diesem Deal bewogen und ist es ihm ernst? Er hat 2013 seine Politik verkündet, dass er zunächst mal auf atomarem Wege seine militärische Absicherung aufbauen möchte. Das hat er geschafft, jedenfalls nach eigener Aussage. Und jetzt geht es um den zweiten Teil dieser Pyongyang-Politik, nämlich Wirtschaftsaufbau. Und dafür braucht er die Kooperation mit Südkorea, mit den USA, mit China, mit dem Westen insgesamt und deswegen jetzt diese friedlichen Töne. Er hat ja nach allem, was Experten schreiben, spaltbares Material für 10 bis 20 Atombomben. Ist es also richtig zu sagen, er brauchte erst die Atombombe oder das Material, um dann solche Verhandlungen beginnen zu können? Das ist auch die offizielle nordkoreanische Haltung. Man hat geschaut auf die Erfahrung anderer Diktatoren, die diese Waffen nicht hatten, denen man Zusicherungen gemacht hat, die da nicht eingehalten worden sind. Er verhandelt jetzt aus einer Position der Stärke heraus und glaubt, dass er das jetzt auch kann mit den Atomwaffen im Rücken. Konkrete Schritte wurden ja heute nicht genannt. Wer ist denn an den Verhandlungen, die jetzt folgen sollen, beteiligt?
Es sind schon einige sehr interessante Schritte genannt worden. Es ging zum Beispiel um eine graduelle Abrüstung. Das war lange ein Thema, das die Amerikaner nicht wollten. Es ging darum, dass man entweder zu dritt, Nordkorea, Südkorea, USA oder zu viert, Nordkorea, Südkorea, USA, China reden möchte, sehr ungewöhnlich. Und noch einige andere Punkte in dieser Liste. Da muss man sehen, was in den nächsten Tagen daraus gemacht wird. Betrachten wir das mal von der anderen Seite. Warum soll denn Kim dem US-Präsidenten glauben? Der möchte ja den Iran-Deal, den er geschlossen hat, den Nukleardeal mit dem Iran, aufkündigen. Was hat das für Folgen für Nordkorea-Verhandlungen? Ja, ich glaube, der wird genauso dumm, nicht so dumm sein, uns zu glauben, wie wir ihm nicht glauben werden. Es geht eben, wie gesagt, nicht um Vertrauen, sondern es geht um Fakten, es geht um Macht. Und eben weil er jetzt dieses Atomprogramm im Rücken hat, und weil er auch weiß, dass die USA natürlich andere Probleme in der Welt haben, sich mit China irgendwie einigen müssen, glaubt er, dass er dort die Lücke findet, um seine Interessen durchsetzen zu können. Danke nach Wien, Professor Frank, für Ihre Einschätzungen. Sehr gern. Das heutige Treffen hat den Weg für den Gipfel Kim Jong-uns mit US-Präsident Trump geebnet. Er soll Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden. Eine atemberaubende Entwicklung, wenn man sich den aggressiven Verbalaustausch der beiden in Erinnerung ruft. Stefanie dort über Eskalation und Kehrtwende. Donald Trump und Kim Jong-un, zwei, die gerne ihre Stärke zeigen. Ihr Verhältnis zwischen Kriegsdrohungen und Freundschaftsanfragen. Sommer 2017, Kim testet immer mehr Raketen, Trump droht immer heftiger. The United States has great strength and patience. Die USA sind geduldig, aber wenn wir dazu gezwungen werden, uns zu verteidigen, haben wir keine andere Wahl, als Nordkorea vollständig zu zerstören. Der Raketenmann ist auf einem selbstmörderischen Weg. Kim Jong-un lässt sich daraufhin zitieren, er werde den geisteskranken, dementen US-Greis mit Feuer bändigen. Trumps Reaktion? Warum nennt er mich alt? Ich würde ihn doch auch nie klein und dick nennen. Ich versuche doch so sehr, sein Freund zu sein. Kim betont, die gesamten USA würden in Reichweite seiner Kernwaffen liegen und... Auf meinem Schreibtisch steht immer ein Atomknopf. Am Tag danach der US-Präsident auf Twitter. Auch ich habe einen Atomwaffenknopf, aber er ist viel größer und mächtiger als seiner. Frühjahr 2018, erste Gespräche zwischen Nord- und Südkorea. Und die Verlautbarung, auch Trump und Kim wollen sich treffen. Überraschende Kehrtwende. Kim Jong-un zeigt sich sehr offen und, ich denke, sehr ehrenhaft. I think very honorable. Und heute schreibt Trump auf Twitter, Amerika sollte stolz auf das sein, was in Korea gerade passiert. Stefan Niemann vor dem Weißen Haus in Washington, ein stolzer US-Präsident. Ist das die Wandlung vom Draufgänger zum Diplomaten? Nein, dafür ist er zu impulsiv, zu ungeduldig, zu aufbrausend und es scheint auch eine echte außenpolitische Strategie zu fehlen. Aber richtig ist dafür, dass seine treuesten Anhänger ihn schon für den Friedensnobelpreis ins Gespräch bringen, für seinen Druck auf Nordkorea, der Kim an den Verhandlungstisch gebracht habe. Dafür war Trump heute überraschend zurückhaltend in der Reaktion. Er hat mit Eigenlob gespart heute und hat sich ja auch verneigt Richtung China und hat ausdrücklich den chinesischen Präsidenten Xi Jinping gelobt für seine Rolle bei den Vermittlungen. Von seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber hängt ja jetzt viel ab, nämlich ob der Atomstreit friedlich gelöst wird. Die USA haben um die 30.000 Soldaten stationiert auf der koreanischen Halbinsel. Welchen Preis ist denn Präsident Trump überhaupt bereit zu bezahlen oder hat er schon was versprochen? Nein, er hat noch nichts versprochen. Gemunkelt wird hier in Washington, man könnte vielleicht den Military Footprint verkleinern. Also die Zahl der in Südkorea stationierten US-Soldaten, die ja Kim Jong-un ein Dorn im Auge sein müssen. Ein weiteres mögliches Szenario wäre, dass Donald Trump hilft, die skeptischen und misstrauischen Japaner an Bord zu holen für Verhandlungen, die man ja auch noch braucht am Verhandlungstisch. Aber Trump hat hier eben gerade bei der Pressekonferenz mit Angela Merkel nochmal betont, es sei eben nicht sicher, dass dieses Treffen überhaupt stattfinde. Er will sich also nicht in die Karten gucken lassen und nicht zu früh preisgeben, was er unter Umständen bereit ist, beizusteuern. Wir sind dann auf jeden Fall dabei, wenn es zu diesem Treffen kommt. Danke nach Washington. Das war unser kurzer Brennpunkt zu einem historischen Ereignis. Hier geht es jetzt weiter mit dem Film Billy Kuckuck.